Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers. Ich darf links an meiner Seite Michael Kapacka, unseren sportlichen Leiter, begrüßen und zu meiner Rechten Thomas Ochal, unseren neuen Cheftrainer. Herzlich willkommen in Sandhausen und okay. Übergebe das Wort an Herber. Bitte. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu leider, wie gesagt, meiner ungeplanten Pressekonferenz. Aber die musste aufgrund der gestrigen Information und der Freistellung von Alois Schwarz und Dimi Butas waren wir relativ schnell und haben einen neuen Cheftrainer gefunden. Herzlich willkommen, Thomas Ochal. Danke. Und ich will auch als allererstes Alois Schwarz nochmal und Dimi Butas in Erinnerung bringen. Vielen Dank für die 17 Monate, für das Geleistete, für das Engagement, weil es waren auch unsere Dompteure in der letzten Saison, die uns zum Klassenerhalt geschafft haben. Und leider haben wir den Turnaround mit Alois nicht schaffen können und sahen uns dann nach der gestrigen und biederen Niederlage gezwungen, hier zu handeln. Ich will kurz nochmal zurückgehen. Wir haben Alois das vollste Vertrauen gegeben. Die Vorrunde haben wir als Tabellen-18. Abgeschlossen. Waren uns aber sicher, dass wir mit Alu dann auch unser Ziel erreichen werden. Deswegen sind wir in die lange Vorbereitung gegangen, auch mit Alois, haben natürlich die eine oder andere Veränderung auch mit Alois dann im Kader vollzogen. Und die letzten vier Spiele, wo wir verloren haben und kein eigenes Tor geschossen haben, da muss ich auch ausgrenzen, das DFB-Pokalspiel gegen Freiburg, muss ich sagen, war aber der Grund gewesen, die biederen Auftritte jetzt auch in Düsseldorf und erst recht das gestrige im Derby hier vor heimischer Kulisse gegen den Karlsruher SC. Wie es so im Fußball ist, das sind die Mechanismen. Schließt sich eine Tür, geht die andere Tür auf. Das ist das Statement von unserem Geschäftsführer Volker Pirkser. Und wenn ich von wir reden, dann in erster Linie den Präsidenten Jürgen Machmeier, den ich hier aus terminischen Gründen entschuldigen möchte, und Volker Pirkser, unseren Geschäftsführer, und meine Person. Wir haben dann gestern, nachdem wir Alois mitgeteilt haben, dass es nicht weitergeht, uns zusammengesetzt, haben intensiv geredet, welche Option bietet sich jetzt an, kurzfristig einen Trainer zu finden, der solche Situationen schon mal erlebt hat und gemeistert hat. Und da waren wir einstimmig auf den Namen Thomas Ochal gekommen. Thomas Ochal, 49 Jahre, hat die UEFA Pro-Lizenz. Thomas Ochal kenne ich noch aus meiner Zeit beim FSV Frankfurt, haben zusammen gespielt, haben in diversen Funktionen auch zusammengearbeitet. Ich will nur noch mal auch betonen, dass der erste Anruf an Thomas Ochal definitiv nach dem Gespräch mit Alois stattgefunden hat, weil vor dem Spiel waren wir wirklich noch überzeugt, dass der Alu den Turnaround schafft. Und ich habe Thomas angerufen, Tommy angerufen, habe gesagt, Tommy, bist du bereit? Wo bist du gerade? Setz dich ins Auto, komm zum Gespräch. Tommy hat sich direkt ins Auto gesetzt, kam zum Gespräch. Das Gespräch lief relativ lang. Wir saßen sehr, sehr lange zusammen, bis spät in die Nacht. Sind dann auch auseinandergegangen. Wir waren überzeugt mit der Idee, die Thomas uns an die Hand gegeben hat, mit der Situation umzugehen. In der Vergangenheit hat Thomas, wie schon angesprochen, gezeigt, dass er solche Situationen meistern kann bei diversen Vereinen. Und Thomas ist bekannt dafür, dass er kurzfristig Erfolg mit einer Mannschaft haben kann, die jetzt nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzt. Thomas hat auch, wenn man die letzte Station sieht, in Ingolstadt, ist von der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen und aus diversen Gründen hat er dort nicht weitergemacht. Da sieht man, dass er auch eine Mannschaft entwickeln kann. Und deswegen sind wir überzeugt. Wir sind dann auseinandergegangen, haben gesagt, wir wollen noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und heute Morgen
habe ich mit unserem Präsidenten und Volker Pirxer gesprochen und wir waren uns einig, wir sind überzeugt, Thomas Oral ist der Richtige beim SV Sandhausen für die Situation jetzt. Und habe dann mit Thomas gesprochen und Thomas hat mir das wiedergegeben, er wird das gern machen, weil er auch die Qualität in der Mannschaft sieht, ansonsten wird er dieses Engagement nicht eingehen. Und Thomas, Tommy, herzlich willkommen beim SV Sandhausen. Was ich dir mitgeben kann, ist, du wirst unsere vollste Unterstützung haben und wir werden alles dafür geben und sorgen, dass wir gemeinsam unser Ziel erreichen. Danke dir, Papa. Dann übergebe ich das Wort an dich. Danke, Papa, für die aufrichtigen Worte und natürlich erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich bin recht froh, hier sein zu dürfen heute. Klar ist aber auch, dass die Ereignisse sich gestern späten Nachmittag am Abend dann ein bisschen überschlagen haben, wo ich dann natürlich auch ein bisschen überrumpelt wurde. Aber man kennt das Geschäft. Es ist nie schön, jemanden zu beerben, der eine Erfolgsstory mit einem Verein hatte, der natürlich auch viel Herzblut in den Verein gesteckt hat. Aber das Geschäft ist nun mal so. Manchmal gibt es Rädchen, die nicht mehr ineinander greifen. Ich denke, dass ich in der Vergangenheit schon oftmals gezeigt habe, dass wir kurzfristig schnell eine Mannschaft wieder aktivieren können und dann auf lange Sicht auch was entwickeln können. Klar ist auch, ist mir bewusst, dass diese Aufgabe keine einfache Aufgabe ist. Die zweite Liga, kennen wir alle, ist eine sehr, sehr schwierige Liga. Sie zählt absolut zu den Top-Ligen in Europa. Und deshalb gilt es dann auch, so schnell wie möglich die Gespräche mit den Jungs zu führen, die Jungs wieder auf Schiene zu bringen, dass wir gemeinsam dieses Ziel, was der Verein ja auch immer wieder hat und es auch bravourös in den letzten Jahren gezeigt hat, dass man als Verein mit den Fans, mit dem ganzen Umfeld zueinander steht. Der Verein ist kampferprobt, ich bin kampferprobt und ich habe wirklich, wenn ich nicht die Überzeugung hätte, weil ich auch viele Spiele hier gesehen habe, auch in Darmstadt, weil ich aus Frankfurt bin, sind es kurze Wege, dann guckt man sich die zweite Liga an, ist viel in den Drittligastadien unterwegs. Und wenn ich nicht die Überzeugung hätte, dass diese Mannschaft eine gewisse Qualität hat und es auch schon nachgewiesen hat, dass sie in der zweiten Liga absolut standhalten kann, dann würde ich solche Aufgaben nicht angehen. Ich bin jetzt in der Verantwortung, diese Mannschaft nach vorne zu bringen. Die Mannschaft kriegt von mir alle Rückendeckung. Ich erwarte von jedem Einzelnen, der da unten ist, dass er für den Verein und für das Umfeld alles gibt, dass wir so schnell wie möglich diese Tabellenregionen verlassen. Sie sind nie schön anzusehen, auch wenn man oftmals versucht, in diesen Phasen nicht auf die Tabelle zu schauen. Es ist nun mal so. Aber nichtsdestotrotz müssen wir diese Aufgabe mit einer unheimlichen Freude erfüllen und mit viel Spaß angehen. Weil ich denke, gerade in der heutigen Zeit auf der Welt passieren so viele Dinge, die viel, viel schlimmer sind, als dass man jetzt in der zweiten Liga mal mitten einer Saison auf dem letzten Platz ist. Und da gilt es einfach, die Qualität zu aktivieren, wirklich die Freude an dem Spiel wieder zu gewinnen und erfolgsorientiert Fußball zu spielen. Das ist das oberste Gebot jetzt, dass wir wirklich erfolgsorientiert spielen, dass wir so schnell wie möglich versuchen, diesen Turnaround hinzubekommen. Manchmal funktioniert es schneller, wenn man dieses Spielglück hat. Manchmal dauert es ein bisschen, aber ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft diese Qualität hat und dass sie auch alles dafür geben wird. Eins kann ich mit Sicherheit sagen, das war schon immer so, alle Mannschaften, die ich unter meinen Fittichen hatte, sie haben bis zum Schluss in den Spielen immer alles gegeben. Es gab immer wieder mal Ausnahmen, aber der Grundtenor sind die Basics und auch diese Mannschaft wird die Basics Woche für Woche versuchen, zu 100% ehrlich abzurufen. Ich möchte mich nochmal bei dem Präsidium bedanken und beim Geschäftsführer und beim Kaba für das Vertrauen, dass sie dieses Vertrauen wirklich einstimmig auch so, habe ich es wahrgenommen und auch mir verdeutlicht haben, dass sie mir diese Aufgabe zutrauen. Und ich werde mit Sicherheit alles dafür tun, dass wir in den nächsten Wochen wieder positivere Schlagzeilen schreiben. Von meiner Seite aus erstmal danke und jetzt liegt viel Arbeit vor uns. Danke dir, Tommy. Jetzt zu den Fragen. Wer möchte starten? Wir haben hier an der Seite ein Mikrofon. Dann bitte, Rebecca Algeier von Radio Regenbogen. Ja, herzlich willkommen, Herr Oral. Erstmal eine kurze Frage, wen bringen Sie noch mit? Wir haben, ist ja bekannt, mein Co-Trainer, der die ganze Zeit lang an meiner Seite stand,
Der war jetzt zum Schluss im letzten Sommer mit Felix Magath in Berlin und war jetzt Cheftrainer bei Huddersfield. Ich habe da die ein oder andere Idee noch, die ist noch nicht ausgereift, aber ich werde mit Sicherheit nicht alleine diese Aufgabe antreten. Es gibt auch aus dem näheren Umfeld vom Verein den einen oder anderen, den ich aus meiner Vergangenheit kenne, den man aktivieren kann. Aber wichtig ist mir natürlich, dass wir ein Team um mich herum haben, wo wir direkt wissen, was wir zu tun haben. Da gibt es schon die ein oder andere Idee und die wird mit Sicherheit die nächsten ein, zwei Tage dann folgen. Ja, dann Nils Wollenschläger, bitte. Redline 24. Frage an dich, Michael. Kannst du uns noch mal ein bisschen Einblick geben, wie das gestern alles abgelaufen ist und auch wie Alois Schwarz darauf reagiert hat? Man hat das ja unmittelbar nach dem Spiel schon geführt, das Gespräch. Ja, also das Gespräch haben wir zu viert geführt. Da war unser Präsident Jürgen Machmeier, Volker Piekser und meine Person und Alu natürlich zugange. Wir waren im Trainerbüro. Ich muss sagen, Alu, so wie man ihn kennt, sehr, sehr professionell das aufgenommen. Und wir sind echt sehr professionell miteinander umgegangen, offen und ehrlich. Das hat er auch gespürt, das hat er auch wiedergespiegelt. Und heute kam er auch und hat sich von der Mannschaft persönlich verabschieden dürfen. Und hat sich dann natürlich auch bei uns auch nochmal verabschiedet. Also ich muss sagen, von der ersten bis zur letzten Sekunde alles sehr professionell und ehrlich und menschlich. Und hier nochmal ein großer Dank an Alois und Dimi und für die Zukunft nur das Beste. Gut, dann einmal zu den Kollegen von RON TV. Auf was für eine Vertragslaufzeit hat man sich denn geeinigt? Also gilt nur bis zum Saisonende erstmal, dass man sich auf die Lösung mit Herrn Oral geeinigt hat oder darüber hinaus auch? Also wir werden über vertragliche Inhalte nicht kommentieren und das bleibt alles intern. Bitte. Herr Oral, Mika hat schon gesagt, Sie hätten den Verein von Ihrer Idee überzeugt. Kann man das etwas konkretisieren? Ich meine, wir haben vorher gehört, biederer Auftritt, blutleerer Auftritt. Ist da eher der Psychologe jetzt gefragt oder welche Idee haben Sie? Ich glaube, dass ein Gesamtpaket gefragt ist. Und die Idee ist natürlich ganz klar, auch wieder die Jungs in die Verfassung zu bekommen, dass sie an sich glauben. Und ich bin weit weg davon, irgendwelche Meinungen zu bilden für mich, jetzt, dass es ein biederer Auftritt war oder sonst was. Manchmal gibt es Chronologien eines Spiels, die das dann mit sich bringen. Da hast du eine gewisse Verletztenmisere, du musst auf Sachen reagieren, dass vielleicht die Ergebnisse jetzt in den letzten Wochen nicht so glücklich waren und so die Vorstellung hatten, die der Verein auch hatte und die Verantwortlichen, ist das eine. Aber ich habe auch eine Mannschaft in Bielefeld gesehen am ersten Spieltag, die sehr gallig war, die giftig war, die auch einen Mitkonkurrenten auswärts in Schach gehalten hat. Also, da gibt es viele Dinge und ich glaube einfach, jetzt gilt es erstmal in erster Linie wieder eine klare Struktur in die Mannschaft zu bekommen, dass die Mannschaft an sich glaubt. Ich weiß von meinem Vorgänger, dass die Mannschaften, die er in der Vergangenheit auch übergeben hat, wenn er mal irgendwo gegangen ist, dass die Mannschaften in einem sehr, sehr guten Zustand waren. Da mache ich mir keine Gedanken darüber. Es gilt jetzt, einen anderen Reiz zu setzen und der gilt es einmal auf dem Platz gewisse Dinge zu machen und auch außerhalb vom Platz wieder noch enger zusammenzurücken. Es gibt schon mehrere kleine Bausteine, die wir bearbeiten müssen, aber wichtig ist erstmal für mich auch, dass ich ein Gefühl für die Jungs bekomme, dass ich nicht zu viel Zeit verliere. Da ich ja auch einen Kaba schon seit mehreren Jahrzehnten kenne, ist es natürlich so, dass ich mit Sicherheit mir viele Infos darüber hinaus hole, aber ich möchte mir natürlich einen persönlichen Eindruck von den Spielern verschaffen. Es sind Spieler dabei, die ich in meiner Vergangenheit schon selbst hatte, die ich auch gefördert habe. Und dann gibt es viele Spieler dabei, mit denen man einen Zweikampf hatte, wo jeder für seinen Verein gekämpft hat. Ich kenne den SV Sandhausen aus der Vergangenheit. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam konkurriert. Wir haben Abstiegskämpfe gegeneinander gehabt. Ich weiß, dass der Verein ein sehr, sehr bodenständiger Verein ist und dass wir auch die Leute mitnehmen wollen und müssen. Und ich erwarte einfach von allen, die mit dem SV Sandhausen mitfiebern, dass wir wirklich alles dafür tun. Und in erster Linie gilt es natürlich dann erstmal, wie man so schön sagt, die Floskel im Fußball, dass wir die Köpfe frei bekommen und dass die Spieler natürlich auch wieder bis zur letzten Sekunde des Spiels, mittlerweile geht ja ein Spiel nicht mehr 90 Minuten oder 90 plus 2, sondern mittlerweile geht es manchmal 90 plus 10.
Und in den 100 Minuten müssen wir alles dran setzen, dass wir wieder punkten. Weiterfahren. Fahr nochmal, Rebecca Alter. Ich weiß, das ist immer ein bisschen eine schwere Frage, aber können Sie uns vielleicht mal ein bisschen sagen, was sind Sie so für ein Typ Mensch? Also sind Sie eher ein emotionaler, ein sachlicher Typ und auch als Trainer? Wie würden Sie sich da selber einschätzen oder beschreiben? Es ist immer sehr schwer, von sich selbst zu reden. Ja? Und ich glaube, viele, die hier sind, die kennen mich auch. Die wissen, dass ich eigentlich jemand bin, der gerade die mit mir schon länger gearbeitet, der harmoniebedürftig ist, der für sich natürlich auch in Anspruch nimmt, das Maximale auch für den Verein, für den ich arbeite, immer rauszuholen. Ja, ich werde da auch keinen Millimeter nachlassen von meiner Einstellung her. Aber für mich ist immer das Wichtigste, dass man ehrlich miteinander umgeht, dass wir fair zueinander sind. Im Fußball ist es nicht immer möglich. Ja. Und eine gewisse Aufrichtigkeit hat. Und ich glaube einfach, dass ich auch jemand bin, der sich selbst nicht so wichtig nimmt. Ja? Klar ist auch, dass wenn man ein Ziel hat für einen Verein, dass man Konkurrenten hat. Die Konkurrenten sind manchmal auf dem Papier her schon etwas gewichtiger. Und dann will man natürlich auch versuchen, alles Mögliche dran zu setzen, sie in Schach zu halten und auch sie zu bezwingen. Und dann ist man auch manchmal emotional, aber ich kann schon davon behaupten, dass ich in den letzten Jahren immer gewusst habe, wo meine Grenze als Trainer ist, auch in diesen Bereichen. Und wenn man das mal recherchiert und analysiert, ist es natürlich auch so, dass ich absolut erfolgsbesessen bin. Ja? Und für mich zählt in erster Linie, wenn ich ins Spiel reingehe, möchte ich, das sagen viele, aber ich weiß auch, dass ich das zu 100% bis zur letzten Haarspitze verinnerlicht habe für mich, dass ich wirklich reingehe mit der Mannschaft und für den Verein alles dran setzen, dass wir Spiele gewinnen. Und es ist schwer, wenn man im Abstiegskampf ist, schnell diesen Turnaround zu bekommen. Aber ich wünsche mir, dass da unten genug Siegertypen sitzen, die das jetzt auch vielleicht hören schon im Vorfeld. Und dass wir wirklich alle alles dafür tun, um am Wochenende mit 3 Punkten heimzufahren, beziehungsweise die Punkte gerade hier im Hartwald festmachen. Und da gehören die Fans dazu. Ich habe viele Spiele hier erlebt in den letzten 10 Jahren, kann ich mit Sicherheit behaupten. Und ich habe gesehen, dass eine sehr, sehr gute Stimmung hier ist, teilweise. Es gibt manchmal auch Situationen, wo die Stimmung dann etwas ruhiger war. Aber wenn ich jetzt am Wochenende wieder gesehen habe, da war schon so, dass alle Gas gegeben haben und dass dann natürlich am Ende die Enttäuschung riesig ist, wenn man dann die Spiele verliert, beziehungsweise dann auch so wie gestern als Mannschaft nicht sich so präsentiert, wie sich es eigentlich vielleicht gewünscht ist, dann muss man wieder schauen, dass man das in die richtige Bahn bekommt. Und eigentlich bin ich ein Mensch, mit dem man sehr gut auskommt. Dann gehen wir einmal in die erste Reihe, Andreas Lind für die Schwetzinger Zeitung. Herr Oral, Sie sagten, dass Sie viele Spiele gesehen haben, sowohl live wie am Fernsehen. Sie haben jetzt 1,5 Jahre kein Engagement gemacht gehabt. Also, Sie haben die Zeit sicher genutzt, um am Fußball dran zu bleiben. Wie nah sind Sie dran und wie haben Sie die Zeit genutzt? Haben Sie sich fortgebildet oder wie darf man das sich vorstellen? Ja, es ist natürlich so, dass ich mit Sicherheit die ein oder andere Aufgabe hätte machen können, die für mich nicht so gepasst hat. Dann waren ein paar Sachen dabei, wo ich gerne gemacht hätte, wo es aus anderen Gründen nicht geklappt hat. Aber klar ist auch, ich bin jetzt schon einige Jahre dabei und man muss unterwegs sein. Ich habe von der Regionalliga bis in die Bundesliga mir so viele Spiele wie möglich angeschaut, teilweise Champions League-Spiele angeschaut, wo man dann auch als Fan unterwegs ist, dass man das Ganze, was man ja auch mit Leib und Seele verinnerlicht, dass man das dann auch aufsaugen kann in anderen Stadien, auf anderem Niveau. Ich habe mich mit sehr vielen Kollegen ausgetauscht. Ich war sehr, sehr viel in Darmstadt unterwegs, habe eine ganz gute Beziehung zu Darmstadt 98, gerade was der Staff anbelangt. Und natürlich schaut man sich da hier und da mal eine Trainingseinheit an. Ich bin jetzt auch bewusst nirgendwo hingegangen, um zu hospitieren, weil ich da immer dann selbst weiß, dass es vielleicht dann irgendwo immer etwas Unangenehmes, gerade auch in diesen Ligen. Im Ausland war ich bei Atletico Madrid, habe hospitiert. Deshalb denke ich, dass ich sehr, sehr nah dran bin. Und gerade was die zweite und die dritte Liga, wo ich genau weiß, wo auch ich in den letzten Jahren mich immer bewegt habe, dass ich da
ja, den Überblick habe und dass ich mir natürlich dann auch einen Eindruck verschaffe, wie stark ist die Liga noch, wie stark sind Mannschaften. Man sieht in der zweiten Liga, dass es unheimlich ausgeglichen ist. Ja, es kann fast jeder jeden schlagen. Ja, es gibt manchmal Ausnahmen. Aber so wie andere Gegner schlagen, können wir auch als Verein, als Mannschaft wieder in die Erfolgsspur kommen. Und daran liegt es jetzt auch. Deshalb habe ich auch nicht lange gezögert, dass ich gesagt habe, weil ich den Verein kenne und weil ich auch viele Spiele gesehen habe, dass ich sage, ich traue mir die Aufgabe absolut zu. Und jetzt liegt es auch ein bisschen in meiner Hand, die Mannschaft wieder dahin zu bekommen, wo sie hin möchte. Noch eine Anschlussfrage. Sie sagen, haben viele Spiele gesehen. Wie gut kennen Sie die Mannschaft vom SV Sandhausen? Gibt es Spieler, mit denen Sie schon, als Gegenspieler natürlich, wahrscheinlich gibt es auch Spieler, mit denen Sie schon zusammengearbeitet haben? Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten da auch. Ich kenne einige Spieler persönlich und ich habe zwei Spieler auf jeden Fall gehabt, die ich bei mir schon unter den Fittichen hatte. Habe den einen oder anderen Spieler gehabt, den ich gerne mal zu mir geholt hätte. Und ich sehe es ja alleine nur an Teammanager, er hat ja auch jahrelang hier gespielt und auch da kennt man sich. Also es ist kein fremder Boden, den ich heute betrete, sondern ich war oft als Gast und als Zuschauer hier. Und jetzt bin ich mitverantwortlich und ich werde natürlich alles dran setzen, dass der Verein weiterhin in der zweiten Liga ein fester Bestandteil ist. Dann Herr Mertin von der Sportwoche. Herr Oral, dürfen wir gerade mal ein paar Tage vielleicht vorausschauen. Es geht jetzt als nächstes gegen Nürnberg, ein Verein, der auch einen neuen Trainer haben wird am Wochenende. Ist es in der jetzigen Situation eher ein Vorteil oder spielt es überhaupt keine Rolle? Da können wir gerne nach dem Spiel drüber reden, da kann ich Ihnen die Frage beantworten. Es ist natürlich mit sehr viel Brisanz jetzt, ne? Der Club ist ein sehr großer Verein. Ich habe in der Vergangenheit das Vergnügen gehabt, mit meinem Ex-Verein mit ihnen zu konkurrieren. Den Ausgang kennt, glaube ich, jeder in Fußball-Deutschland, wie das dann zustande gekommen ist. Es hat eine gewisse Brisanz. Der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten. Ausgerechnet jetzt, wo ich einen neuen Job habe, bin ich dann bei einem Verein zu Gast mit meinem neuen Verein, wo man Geschichte geschrieben hat, gemeinsam. Etwas glücklicheren Ausgang für den Club, für uns damals in Ingolstadt ein etwas unglücklicher Ausgang. Die Gründe sind dahingestellt. Es gibt Schlimmeres im Leben. Aber klar ist auch, wir fahren dahin und wollen auf jeden Fall was mitnehmen. Gibt es weitere Nachfragen? Klaus Weber für die RNZ. Ralf, zu Ihrer Spielphilosophie. Was bevorzugen Sie denn? Mehr so ein bisschen absichern oder auch offensiver? Und was sind mit diesen Spielern möglich, die in Sandhausen jetzt sind? Ja, die Frage, die kommt ja eigentlich in fast jeder Pressekonferenz, egal bei welchem Verein. Ich meine, ich kann nur kurz mal einen Rückblick geben. Also ich bin schon jemand, der beide Spielrichtungen sehr, sehr intensiv bearbeitet, in der Richtung hin, dass man sagt, eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive ist wichtig. Ja? Ich habe in allen Stationen immer im Großen und Ganzen mit vier, fünf klassischen Offensivleuten gespielt, egal in welchem System. Ich meine, in den letzten 3 Jahren gerade hat sich ja auch ein bisschen wieder was verrutscht. Da ist ja jetzt nicht mehr der klassische Libero, aber man spricht von der Dreierkette, dass viele Mannschaften da auch wieder eine Umstellung haben. Ich glaube, wichtig wird sein, dass wir erstmal den einen Schritt machen und dass wir die Jungs wieder dahin bekommen, dass sie alles abrufen für 97, 98 Minuten und nicht nur für eine gewisse Zeit. Und ich bin schon jemand, der eigentlich sehr, sehr offensiv denkt. Trotz allem haben die Aufgaben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass man eine gewisse Stabilität haben muss und dass man auch eine gewisse Sicherheit haben muss als Mannschaft, ja, um dann auch wieder konstant erfolgreich zu sein. Und das wird sehr, sehr wichtig sein. Ja. Und am liebsten würde ich mit 4 Stürmern spielen und jedes Spiel 5-4 gewinnen. Aber dann würde ich nicht lange Trainer sein, oder ich würde diese Zeit nicht so genießen können, weil es dann auf der einen Seite dann immer hin und her geht. Aber auf der anderen Seite möchte ich schon, dass wir beide Seiten richtig gut beackern. Und ich habe eine ganz klare Spielidee. Ich habe immer 4-4-2 bevorzugt. Ich bin jemand, der auch mit einem vorgeschobenen Zehner agiert hat. Aber jetzt sind diese Dinge nicht gefragt. Die Dinge, die jetzt gefragt sind, sind definitiv
gerade auch aufgrund der Tatsache, wie man sieht, wie eng diese Liga ist. Und wir werden am Wochenende schon ein Spiel erleben, wo es wirklich um jeden Millimeter auf dem Platz geht. Und das sind Dinge, die werde ich nicht neu erfinden an dem Rad. Die sind einfach im Fußball gang und gäbe. Und die werden wir auch wieder versuchen, zu 100% auf den Platz zu bringen. Gibt es weitere Fragen? Dann Nils Wollenschläger, bitte. Eine Frage an dich, Michael. Es war jetzt ein großes Thema, die Auftritte der letzten zwei Wochen, dass es sehr mutlos war, bieder. Hast du denn, du bist ja nah an der Mannschaft dran, den Eindruck, dass auch wirklich jeder Spieler begriffen hat, auf was es im Abstiegskampf ankommt? Ja, das ist ja gerade das, warum wir jetzt auch einen neuen Impuls setzen wollen. Wir brauchen jetzt jemanden, der jetzt wieder die Köpfe frei bekommt. Fußball ist viel Psychologie, spielt sich viel im Kopf ab und das Selbstvertrauen wieder zurückzugewinnen, dafür ist jetzt ein neuer Impuls notwendig gewesen. Deswegen waren wir der Meinung, dass das jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, weil Fußball spielen können die Jungs, die haben auch die Basics, dass sie diese Körperlichkeit haben, die Athletik, die Werte sind sehr, sehr gut für einen Zweitligisten, aber es liegt gerade so ein bisschen am Kopf. Darf ich dazu kurz was sagen? Ich würde gerne in die Richtung gehen, dass ich sage, wir wollen nicht mehr nach hinten schauen. Was gewesen ist, das spielt heute keine Rolle mehr. Es nützt auch nichts, immer in den Rückspiegel zu schauen, weil dann kann ich kein Gas geben. Und wichtig wird jetzt sein, dass wir ab heute eine andere Richtung einschlagen und dass die Mannschaft genau weiß, was es jetzt für eine Stunde geschlagen hat. Ja, und was gewesen ist, ist jetzt sekundär, weil jetzt zählt es wirklich, positiv zu bleiben. Und vom ersten Tag an wirklich in nach vorne zu schauen. Ja. Der Rückblick ist manchmal ganz gut, um wieder nach vorne schauen zu können und mehr auch nicht. Gibt es weitere Fragen? Dann nochmal Klaus Weber für die NZ. Ja, Frage nochmal an die Kappa. Die Karlsruher Kollege habe gestern berichtet von lautstarken Auseinandersetzungen der Spieler bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen in der Kabine. Kannst du da was dazu sagen? Habe ich nichts mitbekommen. Okay. Die Karlsruher Spieler haben das behauptet? Kollegen aus Karlsruhe. Also lautstarke Auseinandersetzungen bis hin, dass man dann auch ein bisschen aneinander gerade seid. Nichts mitbekommen und... Ja. Daran merkt man ja, dass die Mannschaft lebt. Ja. Wenn das so gewesen ist. Für die nächste Frage. Aber ich möchte es nicht bestätigen, dass das so war. Ja. Ganz kurz noch. Herr Roll, haben Sie die Mannschaft schon kennengelernt? Also jetzt schon oder noch? Nein, ich meine, es sind natürlich auch junge Menschen, die jetzt auch in den letzten 24 Stunden eigentlich viel abbekommen haben, sage ich jetzt mal. Und dann hast du natürlich lange mit einem Trainer zusammengearbeitet, der sich heute Morgen verabschiedet hat. Das hat sich jetzt terminlich nicht so vereinbart und ich wollte definitiv nicht die Mannschaft nochmal herbestellen. Ja, die meisten, die da unten sitzen, die kennen mich, die spekulieren schon damit, weil der ein oder andere mich auch vielleicht gesehen hat. Wir machen das in aller Ruhe morgen. Vielleicht rufe ich heute noch den einen oder anderen an. Aber es ist auch wichtig, dass sie dann mal nach Hause gehen zu ihren Familien und ich weiß, dass Fußball ein schönes Leben haben, so ist es nicht, aber trotzdem ist es ein ganz, ganz sensibles Thema und deshalb ist es gut. Wir haben jetzt dann 4 Tage noch Zeit, uns darauf vorzubereiten. Andere Trainer haben manchmal nur 24 Stunden Zeit zum nächsten Spiel, um sich darauf vorzubereiten. Und die wollen wir natürlich dann jetzt so gut wie möglich nutzen, aber auch nicht mit irgendwelchen Aktionen, wo du die Jungs permanent wieder reinholst, dass sie dann irgendwann mal auch komplett zumachen. Und das war mir wichtig und deshalb machen wir das morgen früh, treffen uns um 10 Uhr, trainieren um 11 Uhr und dann schauen wir, wie es weitergeht. Gibt es weitere Fragen? Dann nochmal kurz auf diese Error. Haben Sie das Spiel gestern gesehen, irgendwie im Fernsehen oder sich nochmal angeguckt? Ich habe tatsächlich ein Drittligaspiel gesehen und ich war auch ein bisschen weiter weg von Sandhausen an dem Tag, weil ich versucht habe, schon mir den Überblick immer wieder so wechselhaft zu behalten. Und ich habe dann im Nachgang nochmal, gerade gestern Nacht, habe ich mir die Highlights angeschaut, habe mir die ersten 10, 15 Minuten angeschaut, was ich fast in der Regel immer mache, dann nochmal auch beim Gegner und habe mir die letzten 20 Minuten angeschaut, damit ich auch gewisse
Szenarien nochmal sehe. Die Körpersprache einer Mannschaft verändert sich ja manchmal von Minute zu Minute, dann kommt es wieder zurück. Das war mir wichtig, aber ansonsten habe ich vor 14 Tagen, glaube ich, war das hier Freitagabends gegen Darmstadt 98 ein komplettes Spiel gesehen. Ja, ich habe mir Bielefeld, hatte ich dann damals am TV, im Fernsehen angeschaut. Also ich kenne die Truppe schon und ich kenne die Liga ganz gut, kann ich schon von mir behaupten. Nicht aus, als würde es noch weitere Fragen geben. Dann beende ich damit die Pressekonferenz. Vielen Dank fürs Zuhören und für uns geht es am Samstag um 13 Uhr gegen Nürnberg weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.